Ja, das gibt noch 6 Zylinder BMW, was sich dort da aus Marburg in Nordrhein-Westfalen auf einem sehr, sehr hochkarätigen Auto. Ja, das typische Laguna Startgeräusch. Die 300 ganz, ganz hochkarätigen Auto. Zunächst einmal Rainer Schönborn, von vor 2 Jahren auf dem Auto von seiner Frau, von der Andrea Schönborn. Dann Norbert Wimmer, von 23 und ihre Bierecke. Ich glaube, für euch ist das keine Bier, das ist das eingeführt haben. Dann Thomas Flick, im 1.9er-Bereich sind wir. 1.9.26 ausgefertigt worden. 1.9.28 Dann Hansi Keller im VW Scirocco. Über 300 hier, die für den Wir waren auf der nächsten Abruhrmanson eng und der Randstein herumgezirkelt ist, also nicht gewillt ist hier irgendeinen Millimeter der Ideallinie zu verschenken. Wir haben eine weitere 109er Steig, 109 hoch für Peter Naumann für die Landesburg-Reiterabschlussbahnwohnung 10983. 10983, Vierzylinder und auch den Wittes. Ich will diese charakteristische Strecke zusammengewertet, ja, die Gruppen HE1 von DFS. Das ist ein Auto, wo das Auto
aufgebaut zum Formel 1 Team von Briggs Williams. Ja, und jetzt sind wir drin in der die Uhr im Auge zu behalten, dann stand der DTM zu der Zeit, als es noch deutsche Tourenbaugemeisterschaft hieß, und die Panzer, die also 1665 beendet war, aus dem Motor. Ja, es geht weiter, die da momentan in der Hand von Hans Keller ist mit dem 1.0799 auf dem Miniberger Scirocco. Ralf Kleinsorg, 1 Minute 14.11, 1.14.11 für Ralf Kleinsorg. Also 1.14.11, dann Thomas Ostermark mit einem Rallye-Start hier wieder auf der Spiele. Leichter Drift, gleich nach dem Start. Leider noch keine Zeit für die gleich kommen wird. Und Siegfried Hauf. Arno Wieland, die BMW M3. 36.1.16.78 und die Startnummer 16.16.80. Dann Sabine Rest zugunsten von besserer Fahrbarkeit. Der Spitze der Tourenwagen-Szene und im Ziel Thomas Ostermann ist 55 er BMW Handke mit 1.14.30. 1.14.30. Jürgen Gerstbacher, auch er, über den Randstein. Bei Richard Schirmer, der Abstecker noch erwischt, könnte man nicht mehr machen, aber auf keinen Fall darf man es nicht tun. Jürgen Gerstbacher ist noch. Hier, mit seiner Nummer 202, ist er auch ultra-knapp am Randstein vorbei, wenn er sich sogar ganz, ganz leicht berührt hat. Für die Welt ist er weiter nicht angekommen, mit 1.08.08. Er wird auch sofort eingesetzt. Sabine Röck ist oben, 1.16.030 mit Aufstrom, Punkt der Weg, 1.12.05 für die Welt. Also, nicht noch. Rüdiger Bernhard, hier im Vorstehen. Jürgen Gerstbacher ist oben. S4. Nochmal zu rechts, Kolo. Und der ist jetzt oben den Stellster. 1.09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 .
Verbildlich, wie auch immer. Christoph Dürr ist oben angekommen, die 46. Christoph Dürr mit 1,25, 67. Dann Ronny-Bratsche, der Schweizer. Der Schweizer Salon Luxemburg hat sich dort bestens verkauft. Wir wissen ja, dass die Salon-Spezialisten hier in Wolfsburg immer ganz besonders gut aussehen. Das ist die Schweizer Salon. Wir haben auch 1,25,67 und der Gidio Pizarro. Technisches Auto. Wir werden den Mal noch nicht am Start. Der ehemalige VW-Pilot. Gekauft hat sich ja auch in den Mannschaftswettbewerb. Aber jetzt erwarten wir den Herr Fahrzeug. Der Meister. Wir landen mit der Sache Nummer 19. Auf den Auto. Matsch, dieses Auto. 45-minütige Mittagspause. Nach der Endigung der Startergruppe 4. 45 Minuten Mittagspause. Ich bin gespannt, wie Uwe Lang seine Verbesserungen durchgesetzt hat. Da ist auch ja, in der Wertungsgruppe E, Klasse 37, 38, 16, 19. Wir haben hier vor allen Dingen bedeutet, in der Klasse 32 mit dem Norma 120, der hat sich also den Umstieg vom Käfer etwas wesentlich besser ist. Der Mann aus Rückstock. Allerdings hat man gesehen, dass er am Ortsausgang aufsitzt. Das heißt, es passt zu viel. Die 17 war Heiligenstadt im Bergrennen. War früher. In einem Formel der unterwegs, einem Easter.
60, Tino Gebhardt 108, 19, Gerhard Siebert 127, 80, Paul Römer 160, Bernd Lettmale 1, St. Anton war auch in St. Anton, ich glaube. Und, ja. Okay, nein, noch nicht im Ziel. Leonid 1.11.67. Mit dem Ding vor allen Dingen bei DLTs unterwegs. Mit dem Ding, das ist sein Ausdruck. Für mein Fahrzeug etwas wackeliger Start. Mit 50. Mein Zeit, wenn es ohne Luft ist. Also war der Haklingen stand etwa im Einsatz. Das war ein Auto, das aus der Rundstrecke kommt, dem BSR. Hier tatsächlich mit mehr Aufsitzen als Fahr. Dann muss er eigentlich der etwa 30 von die G-Demo. Er kommt mit dem Auto nicht klar. So, Kraftfahrer im Ziel. Liefert. Ab und zu muss man so noch ein bisschen kürzen und ausschneiden. Aber sonst an den interessantesten Stellen der Bergszene ist er da. Ähnlich wie AHA-Videokonzept. Ja, er macht es komplett von vorne bis hinten, also von der Abfahrt zu Hause bis zur Rückreise, und da geht ihm eigentlich gar nichts, der Wolfgang Mager. Und ich habe noch zwei Kleinigkeiten nachzutragen, nämlich zwei Stände in den Klassen, die Klassen 23 und 24, und dann glaube ich kommen noch die Klassen 25, 27 und 28. Also, HG1 über 2 Liter, Trainingsstelzer mit der Rede Frank vom MSBO, Zirken, Hinter BMW M30 M1135. 13 Sekunden zurück im Opel Böhm Kadett 16V, unterstützt von TMVT Berka, Siegfried auf 1.12.66. Dann auf der dritten Position Ralf Kleinberg im BMW 316, vierter, das ist Thomas Ostermann vom MSV Rosan Monzel im BMW 30 Hartke, dann Arno Wieden und Werner Walzer. Ja, eine Hubraumklasse noch einmal höher. Auch diese Klasse ist eigentlich neu. Wir hatten ja bisher nur über 2 Liter. Jetzt geht es auch nochmal von 2 bis 3 Liter und dann über 3 Liter. Hier schnellster und tagesschnellster Bruno Ianiello auf dem Lancia Delta S4, der Mann von der EQB Basilisk mit 1.05.91. Zweiter dann, gleiches oder baugleiches Auto, Jürgen Gerstbacher, 1.07.42. Dann dritter Norbert Ander, vierte Sabine Röck und auf der 5. Rüdiger Bernhard im Porsche 911 Lichtberger Golf. 16 Ventiler mit 1.09.50 in die Nase vorne, halt vor Canio Maggioni im Fiat 127 und Bob Kellen im Ford Escort zur Pionier-Rallye. Dann Christoph Kurt und Ivana Huber und die 1.05er-Glaskurs wirklich an der Zeit, sich dann auch dem Mittag zu widmen. Guten Abend.